Guten Tag, sehr geehrte Anwender und Anwender und herzlich willkommen bei unserem Anwenderwebinar. Das heutige Thema wird sein Notfalldatenmanagement. Bevor wir aber mit der Präsentation loslegen, möchte ich mich und die heutigen Referenten einmal kurz vorstellen. Ich heiße Edgar Teichip, ich bin der technische Redakteur hier bei CGM Turbomed und Unterstützung kriege ich heute von Christopher Lindemann, er ist unser Produktmanager und weitere Unterstützung bekomme ich von unserem Geschäftsführer persönlich, das ist Dr. Florian Muss. Für diejenigen von euch, die noch kein Webinar von uns besucht haben, an dieser Stelle eine kurze Information, warum wir diese Webinare halten. Wir möchten Sie mit diesen Webinaren über aktuelle Updates, Quartalsupdates, aktuelle Themen, die Sie und Ihr Umfeld betreffen, informieren und aktuell halten. Wir machen uns aber auch Gedanken darüber, welche Aufgaben und Herausforderungen Sie und Ihre Praxis tagtäglich bewältigen müssen. Überlegen uns anschließend dazu Lösungen und präsentieren diese in solchen Webinaren. Das heutige Thema fällt in die Kategorie aktuelle Themen und an dieser Stelle begebe ich auch schon das Wort an unseren nächsten Referent, Christopher Lindemann. Das Vergnügen, Sie zum Thema Notfalldatenmanagement über die allgemeine Begriffsdefinition, den Leistungsumfang, die Nutzungsvoraussetzungen in CGM Turbomed und das Notfalldatenmanagement live in Turbomed zu informieren. Anschließend wird nochmal der Dr. Florian Muss zu den Einnahmemöglichkeiten bzw. der Vergütung zum Notfalldatenmanagement bei Ihnen in der Praxis das Wort übernehmen. So, wir beginnen mit der Begriffsdefinition. Notfalldatenmanagement oder NFDM steht für das Notfalldatenmanagement. Das setzt sich zusammen aus den zwei Einzelteilen Notfalldatensatz und dem Datensatz persönliche Erklärung. Und beide Komponenten gemeinsam bilden das gesamte Notfalldatenmanagement. Beide Inhalte verbessern somit, wenn denn gefüllt, die Versorgung von Patienten oder ermöglichen eine verbesserte Versorgung des Patienten in der Praxis und im Klinikbereich. Der Leistungsumfang gliedert sich wie folgt. Zu einem Notfalldatensatz gehören allgemeine Notfallkontaktinformationen, Diagnosen, Medikamente, Allergien, eventuelle Implantate, vielleicht vorliegende besondere Erklärungen zum Patienten und die Dokumentation für die Einwilligungserklärung des Patienten zur grundsätzlichen Teilnahme an den Notfalldaten. Im Datensatz persönliche Erklärung finden Sie Angaben zur Organspendeerklärung des Patienten, zu eventuell vorliegenden Patientenverfügungen, zu Vorsorgevollmachten und auch hier zu der Einwilligungserklärung vom Patienten zur Teilnahme am Datensatz persönliche Erklärung. Diese beiden Teilinformationen zum Notfalldatenmanagement sind getrennt auf der EGK von Patienten dokumentiert. Sie sind also imstande, die Informationen separat zu erfassen. Um genau dieses Notfalldatenmanagement in CGM Turbomed verwenden zu können, benötigen Sie Stand heute die CocoBox Med Plus inklusive dem Firmware-Upgrade für das Notfalldatenmanagement und eine bestehende Einrichtung für das Versichertenstammdatenmanagement, kurz VSDM, in Turbomed. Zusätzlich benötigen Sie Ihre Identifikationskarten, nämlich pro Leistungserbringer einen elektronischen Heilberufsausweis, der bei der jeweiligen Ärztekammer beantragt werden kann. Dann benötigen Sie zwingend die CGM Turbomed Modulfreischaltung für das Modul Notfalldatenmanagement, jeweils pro Arzt bzw. pro LANR letztendlich. Optional können Sie, um das Notfalldatenmanagement möglichst effizient nutzen zu können, weitere Kartenterminals aufstellen in Ihren Sprechzimmern, damit Sie als Arzt, als Behandler direkt die Notfalldaten der Patienten füllen können. Wenn Sie weitere Kartenterminals in Ihr Praxissystem integrieren, dann ist eine Erweiterung des sogenannten Infomodells des Connectors notwendig. Dieses Infomodell ist im Rahmen der Einrichtung für das Versichertenstammdatenmanagement initial angelegt worden und kann beispielsweise durch Ihren Vertriebs- und Servicepartner erweitert werden. Das sind sie auch schon, die Voraussetzungen. Damit kommen wir
direkt zum Teil Notfalldatenmanagement live in CGM Turbomed. Stellen Sie sich bitte vor, dass Sie sich aktuell im Sprechzimmer befinden und der Patient bereits aufgerufen wurde, also eventuell eine Vorbereitung der Behandlung für Sie erfolgt ist. Auch hier ist es in Turbomed noch notwendig, den Heilberufsausweis zu erfassen. Dazu rufe ich einmal die Praxisdaten auf, bearbeite den gewünschten Arzt und kann hier unten in dem Datenfeld Ihre HBA-Nummer automatisch auslesen lassen, wenn denn im Konnektor eingerichtet, was die aktuelle HBA-Seriennummer, also die ICCSN des Heilberufsausweis ist, diese hier fest beim Arzt hinterlegen. Fortan steht sie für jedwede weitere Behandlung zur Verfügung. Das heißt, wir haben hier einen einmaligen Schritt. Nachdem dieser absolviert ist, können die Praxisdaten geschlossen werden und ich kehre zurück zu dem Patienten und kann hier jetzt über das Menü Verwalten, EGK Notfalldatenmanagement den Notfalldatensatz anzeigen. Bei jedem ersten Aufruf pro Behandlungsfall im Quartal erinnert CGM Turbomed Sie an dieser Stelle daran, dass das Einverständnis des Patienten vorliegen muss. Bestätigen Sie diesen Hinweis mit Nein, wird der Vorgang abgebrochen. Liegt hingegen das Einverständnis des Patienten für die Bearbeitung der Notfalldaten vor. Das kann beispielsweise durch die formale Übergabe der EGK des Patienten in Ihre Hände der Fall sein. Trotzdem sollten Sie nachfragen. Bestätigen Sie das Ganze bitte mit Ja. Und als nächstes werden Sie gefragt, mit welcher Ihrer Identifikationskarten Sie sich denn identifizieren möchten. Entweder mit der SMCB, also Ihrer Praxisinstitutionskarte, oder mit dem eben schon angesprochenen Heilberufsausweis. Für die Dateneinsicht sind beide Kartentypen verwendbar. Nach Auswahl der Identifikationskarte gelangen Sie in die Übersicht der Notfalldaten, können an dieser Stelle noch keine Daten ändern, sehen aber die prägnanten Informationen auf einen Blick, gegliedert nach den Patientendaten, den Notfallkontakten, den behandelnden Ärzten, Vorliegen einer Schwangerschaft, einer Weglaufgefährdung und Dokumentation für Diagnosen, Medikamente, Allergien, Implantate, eventuelle Kommunikationsstörungen und sonstige Angaben. Über den Wechsel in den Reiter Kontaktdaten sehen Sie hier unten einen zusätzlichen Button, Bearbeiten an. Nach Klick auf diesen Button sind Sie im Bearbeitungsmodus. Erkennbar ist dieser beispielsweise an den drei hinzugekommenen Buttons Speichern, Löschen und Signieren. Sie haben nun die Möglichkeit, sich selbst als behandelnden Arzt zu setzen. Abhängig von dem aktiven Behandlungsfall in CGM Turbomed können Sie sich also selbst durch Klick auf den Button Behandelnder einfach dokumentieren. Dann können Sie Benachrichtigungskontaktinformationen angeben, wobei die Minimalvoraussetzungen durch die blaue Markierung zu Feldbeginn ausgewiesen werden. Im Reiter Diagnosen, auch hier sehen Sie schon erfasste Daten, weil es sich bei diesem Notfalldatensatz um keine initiale Anlage, sondern um eine Bearbeitung handelt. Sie können hier unten über den Button Eintrag hinzufügen, auf Basis von den Informationen aus CGM Turbomed Diagnosen erfassen. Über das Tastenkürzel F11 bin ich gerade eingesprungen in die Ihnen bekannte Übersicht der Dauer- und Abrechnungsdiagnosen des Patienten. Wähle jetzt eine Dauerdiagnose aus, bekomme einmal angezeigt, welche Informationen sich in diesem Diagnoseneintrag verbergen und kann den Datensatz über den Button übernehmen. Hier auf den Notfalldatensatz hinzufügen. Ähnliches dann über den Button-Eintrag bearbeiten oder den Button-Eintrag löschen. Da können Informationen, die auf Wunsch des Patienten oder aus Ihrer medizinischen Sicht nicht relevant sind, entfernt oder bearbeitet werden. Das gleiche Schema wie für das Hinzufügen von Diagnosen gilt auch für die Medikation. Auch hier in tabellarischer Darstellung die bereits erfassten Informationen und die Möglichkeit, Einträge hinzuzufügen bzw. Einträge zu löschen.
über den Button Eintrag hinzufügen, haben Sie hier die Möglichkeit, einen Suchtext zu erfassen, einen Einsprung in die Karteikarte vorzunehmen oder ein Präparat direkt aus der Arzneimitteldatenbank zu erfassen. Dann versuche ich mal, ein Präparat aus der Arzneimitteldatenbank zu dokumentieren. Markiere das ganze Präparat in der Arzneimitteldatenbank, übergebe die Informationen an CGM Turbomed und kann sie von hier aus über den Übernehmen-Button auch in den Notfalldatensatz mit einfügen. Im Reiter Allergien auch das Schema tabellarische Darstellung, Eintrag hinzufügen bzw. Eintrag löschen als Möglichkeit. Hier kann auch beispielsweise eine manuelle Eingabe erfolgen. Oder eben der Einsprung in die Karteikarte durchgeführt werden. Übernehme den ganzen Eintrag, habe die entsprechende Allergie dokumentiert. So zieht es sich auch durch den Reiter Implantate. Hier könnte auch der Eintrag manuell hinzugefügt oder gelöscht werden. In den besonderen Hinweisen sehen Sie etwas mehr Informationen. Informationen zur Weglaufgefährdung oder zur Schwangerschaft können hier angegeben werden. Dann im linken unteren Bereich Informationen zu eventuell vorliegenden Kommunikationsstörungen und auf der rechten Seite in drei Möglichkeiten die Option sonstige Hinweise zu erfassen. Zu guter Letzt der Reiter für die Einwilligungserklärung. Bitte beachten Sie, dass es einen Unterschied zwischen der Einverständniserklärung und der Einwilligungserklärung gibt. Die Einverständnis ist das, was initial beim Aufruf hier durch den Patienten kundgetan wurde. Und die Einwilligungserklärung weist den Arzt aus oder den Leistungserbringer oder Mediziner, mit dem der Patient initial die Befüllung der Notfalldaten abgestimmt hat. Das heißt, dieser Arzt wird, solange der Patient seine Einwilligung für die Nutzung von Notfalldaten nicht entzieht, immer auf der EGK des Patienten mitgeführt und ist durch jeden, der die Notfalldaten editiert, auch einsehbar. Sobald Sie alle relevanten Informationen für die Notfalldaten eingegeben haben, können Sie diese über den Button Speichern in der Karteikarte von CGM Turbomed speichern. Über Löschen könnten Sie den kompletten Datensatz inklusive der Einwilligungserklärung entfernen und über den Button Signieren werden die Daten erst auf Basis Ihres Heilberufsausweises signiert. Dazu ist wahrscheinlich eine PIN-Eingabe Ihrerseits notwendig. Und sobald der Signiervorgang abgeschlossen ist, haben Sie die Möglichkeit, über den Button Schreiben die Daten auf die EGK des Patienten zu überführen. Auch an der Stelle können Sie wieder entscheiden, ob die Überführung auf Basis der Identifikationskarte SMCB oder des Heilberufsausweises stattfinden soll. Anschließend ist die Bearbeitung der Notfalldaten abgeschlossen. Sie können über den Button Drucken noch einen Ausdruck für den Patienten erstellen, wenn der diesen selbst mitführen möchte. Ansonsten können Sie über den Button Schließen den ganzen Dialog beenden. Kommen wir zu der Situation, dass es sich bei dem Patientenbesuch um einen Notfall handelt. Dann haben Sie die Möglichkeit, über das Menü Verwalten, EGK Notfalldatenmanagement, den Notfalldatensatz im Notfallmodus anzuzeigen. Wieder die Auswahl der Identifikationskarte. Und Sie sehen nun an dem roten Rahmen um den Dialog herum, dass es sich um den Notfallmodus handelt und haben auch keine weiteren Reiter, können also aus einem Notfall heraus keine Datenbearbeitung durchführen, sondern lediglich Einsicht in die Daten nehmen. So viel zu den Notfalldaten. Wir kommen nun zu dem Datensatz persönliche Erklärung. Aufrufbar über das Menü Verwalten, EGK Notfalldatenmanagement, Datensatz persönliche Erklärung anzeigen. Auch hier die Identifikation, damit auf der EGK dargestellt werden kann, durch welche Praxis bzw. durch welchen Leistungserbringer Änderungen oder Dokumentation vorgenommen wurden. Auch hier gibt es unterschiedliche Reiter. Einmal die Organspendeerklärung, dann die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht und nochmal die Information zu der Einwilligungserklärung,
an dieser Stelle für den Datensatz der persönlichen Erklärung. Die drei Reiter sind vom Informationsgehalt, der dokumentiert werden kann, nahezu identisch. Organspende, Erklärung und Patientenverfügung zu 100%. Sie sind imstande, den Ablageort eben der Patientenverfügung hier auf Wunsch des Patienten zu dokumentieren. In diesem Fall liegt die Patientenverfügung in der Kommode, in der obersten Schublade im Wohnzimmer. Die Abweichung zu den beiden vorherigen Reitern finden Sie in dem Reiter Vorsorgevollmacht. Hier kann neben dem eigentlichen Ablageort auch noch die bevollmächtigte Person dokumentiert werden. Vom Schema her, wie bei dem Notfalldaten auch, gibt es auch hier den Button Bearbeiten. Sobald Sie diesen einmalig anklicken, haben Sie die Möglichkeit, die Daten zu editieren und im Nachgang zu speichern, zu löschen bzw. zu schreiben. Wenn sich jetzt also der Ablageort der Vorsorgevollmacht geändert hat und wir nicht mehr davon ausgehen, dass die Kommode im Wohnzimmer steht, sondern im Schlafzimmer, können Sie die entsprechende Änderung dokumentieren, auch hier über den Button Speichern, die Daten in der Turbomed-Karteikarte speichern und direkt über den Button Schreiben, die Information mittels Angabe der Institutionskarte, die Sie dazu verwenden, auf die eigentliche EGK des Patienten schreiben. Sind Sie auch hier mit den zu erfassenden Daten fertig, schließen Sie den ganzen Dialog und stehen wieder auf dem Patienten-Desktop. Auch für den Datensatz persönliche Erklärung gibt es einen Notfallmodus. Den finden Sie ebenfalls im Menü Verwalten, EGK Notfalldatenmanagement, Datensatz persönliche Erklärung anzeigen im Notfallmodus und haben auch hier die Kennzeichnung über den roten Außenrand in der Anzeige, um zu verdeutlichen, dass Sie hier ausschließlich imstande sind, die Informationen einzusehen. So viel zu der Dokumentation der Notfalldaten. Sollten bereits Fragen aufgekommen sein, nutzen Sie dafür bitte die Frage- und Antwortmöglichkeit im Webinar. Und ich freue mich, dass der Dr. Florian Muß dann nochmal etwas zur Vergütung übernehmen wird. Gut, vielen Dank, Christopher. Dann würde ich jetzt mal versuchen, die Bildschirmregie hier zu übernehmen. Hat das geklappt? Jawohl. Wunderbar. Ja, also vielen Dank für die Darstellung schon mal. Es gibt auch nebenbei so ein paar Fragen im Chat schon. Wir versuchen, die nebenbei zu beantworten. Und das, was wir nicht direkt schaffen, liefern wir dann nach mit der Bereitstellung des Videos. Was man schon sagen kann, da gab es ein paar Fragen zu. Der Medikationsplan ist nochmal eine andere TI-Anwendung. Ja, auch die wird in den nächsten Wochen und Monaten Stück für Stück in der Praxis ihren Weg finden. Das ist sozusagen die Digitalisierung des BMP, des Bundeseinheitlichen Medikationsplans. Das ist eine andere Funktionalität, weil da natürlich auch noch Apotheker und alle möglichen anderen Institutionen drauf zugreifen sollen. Das Notfalldatenmanagement hat an der Stelle vor allen Dingen eigentlich die Funktion, die wichtigsten Daten über den Menschen insgesamt darzustellen und verfügbar zu machen für Notfallmedizin eben. Und der Medikationsplan ist eben nochmal davon getrennt zu betrachten und die Funktionalitäten sind eben auch nicht integriert an der Stelle. Das vielleicht mal als kleine Zwischenanmerkung, da hat der ein oder andere vielleicht auch schon sich mal Fragen gestellt. Das Notfalldatenmanagement hat natürlich nicht nur den Vorteil, dass man jetzt endlich eine medizinische Anwendung in der Telematikinfrastruktur hat. Es bringt auch zusätzliche Vergütung in die Praxen. Aktuell ist es so, dass es 3 Vergütungsziffern gibt. Die habe ich Ihnen hier mal kurz eingeblendet, zusammen mit der Quelle von der KBV. Da sieht man, dass die erstmalige Anlage eines Notfalldatensatzes 8,79 Euro bringt. Da ist im Moment sogar noch ein Gesetzesentwurf im Bundestag, dass dieser Punktwert sogar verdoppelt werden soll. Das kann also gut sein, dass es ab Juli oder August dann sogar 17,60 Euro ungefähr pro Erstanlage mit sich bringt. Als zweites gibt es den GOP-Überprüfung, Aktualisierung. Das ist ein pauschaler Zuschlag, den Sie für jeden Schein, den Sie im Quartal erzeugen, pauschal zu Ihrer Abrechnung dazu bekommen.
Wenn Sie also 1.000 Scheine haben, kriegen Sie pauschal 440 Euro dazu, wenn Sie schon zum Notfalldatenmanagement technisch in der Lage sind. Egal, ob Sie da jetzt überprüfen, aktualisieren, sonst was machen. Das ist erstmal ein Zuschlag zu allen versicherten Pauschalen. Wird eben automatisch von der KV hinzugefügt. Und dann gibt es eben auch noch für den Löschen des Notfalldatensatzes nochmal eine zusätzliche Vergütung. Wie das funktioniert, haben Sie da eben gesehen. Das kann ja auch durchaus durch einen Patienten gewünscht werden. Er soll ja da die Hoheit über seine Daten haben. Und wenn er jetzt den Notfalldatensatz nicht mehr auf der Karte haben möchte, müssen Sie ja zumindest den Notfalldatensatz aufrufen und auf Löschen klicken. Und dieser Klick wird auch nochmal mit 11 Cent vergütet. Das ist sicherlich nicht der große Umsatzbringer, aber soll auch nicht verheimlicht werden. Damit man mal ungefähr eine Einschätzung hat, wie sinnvoll das rein finanziell gesehen, abgesehen von dem medizinischen Nutzen, für eine Praxis ist, habe ich das mal in so eine Rechnung reingepackt, um das mal irgendwie ein bisschen greifbar zu machen. Wir haben hier mal ein Beispiel genommen, was jetzt das gesamte Thema Notfalldatenmanagement in Summe betrachtet. Man sieht da die einmaligen Kosten, die auftreten für den Connector-Upgrade, einmalige Kosten, falls man noch Kartenterminals aufstellt, für das Modul von TurboMed, für eine Dienstleistung eines Servicepartners, wenn man das denn nicht alleine machen möchte, gegenübergestellt die Förderungen, die von der KV dazu kommen, aber eben auch die laufenden Vergütungen bzw. Investitionen für den Heilberufsausweis, für die Softwarepflege des Moduls und so weiter. Und in dem Beispiel habe ich jetzt mal so eine mittelgroße Praxis genommen, 2 Ärzte, 2500 Scheine im Quartal und die Annahme ist, dass man bei 10% aller Patienten, die da durchkommen, erstmals einen Notfalldatensatz schreibt. Das wären in dieser Praxis jetzt dann 4 Patienten an einem normalen Arbeitstag. Also ist jetzt auch noch keine übermäßige Belastung, würde ich sagen. Je nachdem, wie effizient man sich da organisiert und das auch als Erlösmodell wahrnimmt, kann es auch gut sein, dass man sagt, ich schreibe das bei 50% meiner Patienten. Dann erhöht sich natürlich diese Vergütung der Gebührenordnungsposition hier unten, der 01640. Der verfünffacht sich dann natürlich, wenn man statt 10% für 50% der Patienten schreibt. Hier haben wir auch nochmal angenommen, dass diese Vergütung eben bei 8,79 Euro liegt. Auch das kann sich eben durch Bundestagsbeschluss nochmal verdoppeln, jetzt in den nächsten Wochen. Das sind aber so die Rahmenbedingungen für den Fall. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt und sieht, was in den ersten 3 Jahren in dieser Kalkulation für so eine mittelgroße Praxis an zusätzlichem finanziellen Mehrwert ist, nach Abzug aller Kosten, dann sieht man, dass der Gesetzgeber bzw. die KBV hier doch ganz umfangreiche Zusatzbudgets verhandelt hat, ja, bzw. anbietet an der Stelle. Das sind also wirklich keine Budgets, die aus irgendwelchen bestehenden Töpfen denn abgezweigt werden, sondern echte Zusatzbudgets. In diesem Fall sieht man also, diese Praxis würde in den ersten 3 Jahren 37.000 Euro zusätzlich rein finanziell dazu gewinnen. Nach Abzug aller Kosten im Jahr also ungefähr 12, im Monat ziemlich genau 1.000 Euro. Das heißt, das ist auch ein finanziell sehr lukratives Modell, wenn man das mitmacht. Ja, ich bin jetzt seit knapp 3 Jahren bei TurboMed und es gibt sicherlich Sachen, wo man sagt, die sind für viele Praxen sinnvoll, für manche aber vielleicht auch nicht. Aber bei dem Thema ist mir noch nicht so richtig eingefallen, für welche Praxis das eigentlich rein finanziell betrachtet nicht sinnvoll ist. Ja. Klar, wenn man nur 100 Scheine im Quartal hat oder noch weniger und da einfach nicht viel aktiv ist, sage ich mal, dann marginalisiert sich das ein bisschen, dann muss man sich das mal genauer durchkalkulieren. Aber selbst in sehr kleinen Praxen mit einem Arzt und nur 600-700 Scheinen vielleicht, ist es immer noch ein ziemlich lukrativer Zuverdienst. Und ich habe natürlich keine Frage, ein Interesse, dass Sie sich für unser TurboMed-Modul interessieren. Aber ich möchte auch mal ganz klar machen an der Stelle, dass es wirklich auch für die Praxen hier ein echtes Zugewinnmodell ist. Ja, das ist eine Geschichte, das sollte man frühzeitig verstanden haben, dass da wirklich Geld in den Töpfen ist. Ne? Und je eher man unterwegs ist und dann auch die Erstanlage von Notfalldatensätzen macht, umso früher und umso mehr kann man natürlich von diesen 8,79 Euro/17,60 Euro, wenn es denn so kommt, profitieren. Und das ist so ein bisschen mein Appell. Schauen Sie sich das mal für Ihre Praxis genau an. Und bewerten Sie das, und ich gehe fast davon aus, dass es für die allermeisten, die heute die TI nutzen, wirklich ein lukrativer Zuverdienst ist. Und befassen Sie sich mit dem Thema, der Prozess sieht in Summe dann so aus, das würde ich abschließend noch mal einmal kurz vorstellen. Die Information, was Notfalldatenmanagement ungefähr ist, wie es funktioniert
und dass es finanziell lukrativ ist. Das haben wir Ihnen jetzt schon so ein bisschen übermittelt. Dazu gab es auch ein Schreiben, das bei Ihnen in die Praxen gegangen ist, vor 5-6 Wochen, glaube ich. Das kam von uns, von Turbomate, wo wir so ein bisschen die Rahmenbedingungen erklärt haben. Als nächsten Schritt müssten Sie den EHBA bestellen. Das muss bei der jeweiligen Ärztekammer gemacht werden. Jede Ärztekammer hat da so ein bisschen unterschiedlichen Prozess. Es haben auch noch nicht alle Ärztekammern diesen Bestellprozess etabliert. Da kommen in den nächsten 1-2 Wochen noch die restlichen 7-8 dazu. Ich habe hier mal einen Screenshot von der Homepage gemacht, wo man das bestellen kann von der Bundesdruckerei. Sachsen, Brandenburg, Bayern, Westfalen-Lippe, Schleswig-Holstein, Sie sehen das selbst hier, Berlin. Das sind die Ärztekammern, wo das alles schon funktioniert heute. Und da können Sie jetzt schon diesen EHBA bestellen. Das ist, das sei noch kurz ergänzt, nicht der Heilberuflerausweis, der heute schon im Feld ist, mit dem man auch Dokumente signieren kann, sondern tatsächlich ein ganz neuer EHBA, mit dem man eben auch qualifizierte Signaturen machen kann. Das ist nochmal technologisch einen Schritt weiter. Die sind eben für die TI ganz speziell entwickelt. Aber diesen EHBA brauchen Sie. Nur so kann der Arzt in der TI sich eben als der, der er ist, kenntlich machen und die Signierung von Notfalldaten auch machen. Das ist der erste Schritt, EHBA bestellen. Dann, damit man auch alles parat hat, was man braucht, das NFDM-Modul natürlich über Ihren Vertriebspartner bestellen. Und wenn Sie Kartenterminals in den Praxen oder in den Behandlungsräumen noch zusätzlich haben wollen, entsprechend eben bei dem Vertriebspartner auch noch 1, 2, 3 Kartenterminals, wie viel auch immer Sie brauchen. Das sind die Themen, die man eigentlich jetzt angehen muss. In circa 2-3 Wochen wird dann der Geschäftsbereich Telematik, das ist der Bereich bei der CGM, der sich um das ganze Hardwaregeschäft in der Telematik kümmert, der wird dann dafür sorgen, dass das Connector-Upgrade bei Ihnen bereitgestellt wird. Das wird also automatisch vom Connector runtergeladen und wird dann, so Sie dann zustimmen und klicken, beziehungsweise Ihr Servicepartner, dann auch installiert, sodass die Funktionalität auf dem Connector vorhanden ist. In dem gleichen Zug wird dann auch die Rechnung von der BUTI zugestellt, die Sie sich dann wieder über die Förderung der KV erstatten lassen können. Und mit diesen Sachen in Summe können Sie dann sagen, okay, ich habe den EHBA, ich habe den Freischaltcode für mein NFDM-Modul und vielleicht Kartenterminals. Ich sehe, dass das Upgrade vom Connector da ist. Dann können Sie mit Ihrem Servicepartner die Installation planen und durchgehen und dann eben die KV-Förderung für die Hardwaregeräte, wie eben schon kurz dargestellt, dann eben beantragen. Auch das ist wieder bei jeder KV ein bisschen anders. Das haben wir in der TI-Installationsphase auch schon gesehen. Da müssten Sie einfach gucken, wie es dann bei Ihrer KV genau ist. Und ab dem Moment, wo Sie dann sagen, ich mache NFDM oder wo Sie für das Notfalldatenmanagement einsatzbereit sind, können Sie diese ganzen zusätzlichen Pauschalen, das erstmalige Schreiben, diese Bearbeitungspauschale von pauschal 44 Cent, ab dem Moment werden Sie so vergütet. Das heißt also, je eher Sie dabei sind, umso mehr bleibt da eigentlich auch für die Praxis hängen. Und wir sind gerade dabei, auch alle Vertriebs- und Servicepartner von Turbomed so zu unterrichten und denen auch nochmal mitzugeben, wie wichtig es ist, dass die auch alle Informationen vorzuliegen haben, damit sie als Praxis da auch durch den Prozess durchgeführt werden. Ja, das ist klar ein bisschen komplizierter als nur einen Lizenzschlüssel oder sowas zu bestellen. Aber die Vertriebs- und Servicepartner sind informiert und die können sie da Stück für Stück durchschleusen. Und ja, ich kann nur appellieren, nutzen Sie einerseits jetzt die Chancen, die die TI endlich bietet, zusätzliche medizinische Anwendungen auch wirklich zur Nutzung zu bringen. Und wenn Sie denn nebenbei auch noch ein finanzielles Interesse daran entwickeln, dann wird das nicht zu Ihrem Nachteil sein. Ja, die Rechnung habe ich eben kurz aufgemacht, da bleibt einiges hängen, auch in der Praxis. Und mit dem Schlusswort würde ich jetzt zurückgeben und abgeben an den Edgar Teichrieb. Bedanke mich, dass Sie mir kurz zugehört haben. Und Edgar, versucht doch mal, die Bildschirmsteuerung zurückzukriegen. Also, vielen Dank, Christopher, vielen Dank, Florian. An dieser Stelle sind wir auch schon am Ende der Präsentation angelangt. Diese Folie bleibt noch eine Zeit lang eingeblendet, damit Sie in dieser Zeit weitere Fragen an uns formulieren und uns zuschicken können. In dieser Zeit nutze ich die Möglichkeit und kündige schon das nächste Webinar an, das bereits am 24.06. wie gewohnt um 15 Uhr stattfinden wird. Das Thema dort ist das CGM Turbo mit Quartalsupdate, denn wir sind schon wieder am Ende eines Quartals angelangt. Vielen Dank für Ihre zahlreiche Teilnahme. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder zahlreich erscheinen. Und ja, wünsche noch alles Gute und bleiben Sie gesund. Bis dahin.